Minuten wechseln Sie zu Station 3. Ich hatte gar keine Wahl. Ich ließ ihn bestehen. Nein. Ach. Aber nicht, dass ihr glaubt, die Sache war damit zu Ende. Hey, bist du ein Gefreiter? Ja. Was heißt ja? Mann, Sie reden mit einem Offizier. Ja, Sir. Entschuldigung, Sir. Mal her mit der Akte. Ja, Sir. Rühren Sie. Ja, Sir. Ma'am, ich habe mich noch gar nicht bei Ihnen bedankt. Das Gesäß freimachen. Oh. Oh. Okay. So? Ja, so ist gut. Er hatte wirklich einen süßen Po. Ich weiß, Sie hätten das nicht tun müssen und haben es trotzdem getan. Ich dachte, Sie hätten kein Verständnis dafür, aber nein. Sie haben immer noch nicht Danke gesagt? Danke. Gern geschehen. Wieso haben Sie das getan? Ich meine, ich bin nur neugierig. Sie sind quasi meine Heldin. Wissen Sie, mein Vater war auch Pilot. Und ich habe erlebt, was es für einen Piloten heißt, nicht mehr fliegen zu dürfen. Dann ist Ihr Vater ja auch mein Held, ja. Wissen Sie was? Ich glaube, es ist meine Pflicht als Offizier, die Tochter meines neuen Helden heute Abend auszuführen, damit wir... Ah! Oh, habe ich zu tief gepiekt? Oh, der Knochen war im Weg. Du bist ja richtig gemein. Gibt es denn einen Funken Hoffnung, dass Sie mich vielleicht mögen, oder... Das haben Sie gemerkt? Keiner hat uns gesagt, was wir tun sollen, wenn wir so fühlen. Wie fühlen? Naja, Sie wissen schon. So. Au! Er ist frech geworden, da habe ich ihn wieder gepickt. Komm schon, Romeo, ich will's hinter mich bringen. Sekunde noch, ja? Miss, ich mag Sie wirklich gern lecken. Oh. Wie hat er das gemeint? Leiden. Das war keine Absicht, ehrlich. Und ich würde Sie wirklich gern mal zum Essen ausladen. Er benahm sich auf einmal sehr merkwürdig. Zum Essen ausführen. Tja, und? Das ist ja gar nicht Ihre Akte. Nein, die ist von dem Kerl da hinten. Ist sie, ja. Hatten Sie die Impfung heute schon? Einmal erst, ja, neulich. Ich wollte bloß, ich meine, ich würde sie gern einladen. Nein! Er torkelte und auf einmal, boom! Oh je, was hast du mit ihm gemacht? Der arme Kerl.